Wir sind in drei Länder oder in vier, in Russland, in der Ukraine, in Frankreich und in Österreich, aber uns vereinigt zusammen die Poesie. Und mit großem Vergnügen werde ich das Mikrofon übergeben an Franziska Bauer, eine, die Autorin von diesem Band ist. Und sie erzählt uns eine Geschichte und dann werden wir Gedichte hören in Russisch und in Deutsch. Ja, ich begrüße alle im virtuellen Lesungsraum, bedanke mich eingangs bei Nadja, die das möglich gemacht hat. Und wir möchten Ihnen heute unseren Lyrikband auf des Windes Schwingen, Nakrylach Vedra, ein wenig vorstellen und eingangs erzählen, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Ein Buch, zwei Sprachen, drei Künstlerinnen. Das sind Mary Nikolska, meine Wenigkeit und unsere Illustratorin Elisabeth Denner. Wir haben uns kennengelernt. Jetzt würde ich die Folie 3 brauchen an dieser Stelle. Ich gehe noch einmal zurück, denn ich möchte jetzt erzählen, welche zwei Frauen noch hinter unserem Projekt stehen. Das ist Nadja Blust, durch die wir uns eigentlich, Mary und ich, kennengelernt haben. Und unsere liebe Verlegerin Karin Bieler. Ich weiß nicht, ob die Folie jetzt schon sichtbar ist, Nummer 3. Dann klicke ich weiter. Nein, ist noch immer nicht sichtbar. Vielleicht kommt es später. Hier können Sie nachlesen, wie das Buch aufgebaut ist. Wir haben uns sowohl als Dichterin und als Übersetzerin betätigt. Jede von uns hat 20 Originalgedichte verfasst und die Co-Autorin hat die dann jeweils in ihre Muttersprache übersetzt. Im Buch, im Layout des Buches ist es so, dass auf der einen Seite immer das Gedicht auf Russisch und auf der gegenüberliegenden Seite auf Deutsch zu lesen ist. Und das ist natürlich für alle, die beide Sprachen beherrschen, sehr angenehm. Man kann wirklich die Ideen in beiden Sprachen mitverfolgen. Betonen möchte ich auch, dass dieses Projekt in jeder Hinsicht grenzüberschreitend ist. Ich bin eine deutschsprachige Autorin aus Österreich. Meine Co-Autorin Mary ist eine russischsprachige Autorin aus Kiew. Unsere Illustratorin ist Österreicherin und arbeitet in Brünn in der Tschechei, verlegt wird das Buch von einem deutschen Verlag aus München, gedruckt wurde es in einer polnischen Druckerei und präsentiert wird das Buch in Wien werden. Jetzt können Sie das Ganze auf Russisch mitverfolgen. Und einleitend möchten wir Ihnen zwei Gedichte in schriftlichem Layout zeigen. Ich lese immer die deutsche Variante und Mary liest parallel dazu die russische Variante. Also ich fange mit dem Deutschen an. Das ist das titelgebende Gedicht und das ist ein Original von Mary, das ich übersetzt habe. Auf des Windes Schwingen. Abendrot, das stinkt mich trübe. Bist doch du, bin ich allein. На крыльях ветра. Вновь закат мне травит душу. Ты один, я одна. Только ты, лишь ты мне нужен, или я обречена. Die Sonne in den Wolken endlich ihre Ruhe.
солнце в тучи погрузилось, обрело мне в свой покой, вся душа с тобою слилась, и лечу я... Wieder auf des Windes schwingen, fliege einsam ich zu dir. Да, опять на крыльях ветра я лечу к тебе одна, и любовь сильнее смерти, ты весь мне. Da das Ruder sich Завертелась жизни лопасть, проглотила всю меня, я повсюду вижу пропасть. Doch sie wird mich... Но не стану я сдаваться беспросветной дикой тьме, я не буду покоряться, я опять лечу к тебе. Das nächste Gedicht ist ein Original von mir, das ist ein Sonett mit einem ganz strengen Versschema. Und wenn Sie jetzt mitlesen, werden Sie sehen, Mary hat bei der Übersetzung dieses Versschema ganz genau eingehalten. Stetiger Reigen. Und wieder ist ein langes Jahr vergangen. Der strenge Wind... Нескончаемая вереница. Но в год проходит, время миновало. В плен маю сдались холод и зима. Щебечут птицы, все зеленым стало, ликуют и свободно бьются. Der Sommer brachte Sonnengold und Regen in Feld und Garten. Пришли к нам летом солнце золотое, колосья на поля, а фрукты в сад. Летели в небе облака с грозою, несли нам громы, молнию. Danach umspannt zum Trost ein Regenbogen in farbenfrohem Glanz das Firmament. Als Maler ist der Herbst ins Land gezogen. Danach der Winter. Гроза прошла, для наших глаз отрада, блестела радуга, как яркий мост. Художник осень все разрисовала, за ней опять зима, знакомый гость. Шли годы перед нами протекая, Die übrigen Gedichte möchten wir jetzt nur vorlesen. Die rot gekennzeichneten Gedichte sind Originale von Mary, die ich ins Deutsche übersetzt habe. Стих называется в оригинале «Я в городе одна». Листвы, опавшие золотым венком, Прощально осень землю укрывает, как хочется, чтобы опять вдвоем остались мои сердце открывали. Мне кажется, я в городе одна. Туман молочный над землей спустился, моей души надорванной струна на небеса настойчиво стремится. Возможно, там мы встретимся с тобой и не расстанемся уже ни на минуту, и обретет душа моя покой в твоих руках. Bin einsam in der Stadt. Zum Abschied schmückt der Herbst mit einem Kranz aus abgefallenem Goldlaub, Wald und Wege. Ich wünsch mir unsere Liebe wieder ganz und dass dein Herz sich meinem öffnen möge. Ich fühle mich allein hier in der Stadt. Ein milchig weißer Nebel füllt die Gassen. Das Lied der Seele, leise nur und matt, strebt himmelwärts. Bin ganz vom Glück verlassen. Mag sein, im Himmel trifft es endlich zu, dass voneinander endlich Ruh in deinen Armen, die mich schützend bergen. Закат догорает. Деревья шумят, лист не спеша опадает, только поэт, тихо спрятав свой взгляд, в книгу листы собирает. Земля давно превратилась во мрак, холодом всех обдавая, но не сломался поэт, не обмяк, дивную книгу читая. Холод и стужу, ветер и снег, все, что послал нам Всевышний, выдержал маленький человек с ветхою старую книгу. Да, он давно не смотрел на закат, звезды на небе сияли, только ему доверяя свой взгляд, истину приоткрыл. Deutsch klingt es dann so.
das Menschlein. Laut rauschen die Bäume, die Sonne verglüht, das Blattwerk sinkt träge zur Erde. Nur ein Dichter, der still seine Weltsicht verhüllt, liest es auf, dass zum Buch es ihm werde. Zur Düsternis ist uns die Erde mutiert, hat alle mit Kälte umgeben. Der Dichter jedoch gab nicht nach, unbeirrt, das himmlische Buch gab ihm Leben. Trotz Stürmen und Schnee, Frost und Kälte im Land, was vom Höchsten gesandt uns gewesen, das Menschlein hielt aus, das Buch in der Hand, war es auch schon alt und zerlesen. Der Blick auf die Sonne ist schon lang ihm verbaut. Er, die ihm стих называется «Да простит меня Эксюпери». Все знают известную фразу Эксюпери. Любовь – это не тогда, когда двое смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одном направлении. Стих немножко дискутирует смысл Эксюпери при всем огромном уважении к нему. Печальная луна бросает тень, и от весны остались только лужи. Но знаю, что наступит этот день, когда на ней в небесах сольются наши души. Согрей меня неугасающим теплом, не покидай в тревожные минуты. Поверь, я для тебя надежный дом, и ключ я доверяю в твои руки. Сорви с души ржавеющий замок, и сердце распахни, пусть радость засияет, я не пущу чужого на порог, пусть мне хоть горы золотые обещает. О, да простит меня Экзюпери, не оторвать нам друг. Verzeih mir, lieber Saint-Exupéry. Liebe ist nicht, wenn zwei einander ansehen, sondern wenn sie gemeinsam in eine Richtung blicken. Der Schattenwurf des Mondes wirkt betrübt, nur Pfützen hat der Frühling hinterlassen. Jedoch ich weiß, dass einen Tag es gibt, an dem im Himmel unsere Seelen sich umfassen. Komm, wärme mich und lass mich nicht allein, selbst wenn zuweilen Sorgen mich umbranden. Ich bin verlässlich dir ein trautes Heim, den Schlüssel dazu nimm zu treuen Handen. Tu auf dein Herz, nimm ab das Rostgeschloss, das es verschließt, auf das die Freude leuchte. Versprich er goldene Berge riesengroß, selbst dann kein anderer diese Schwelle je erreichte. Verzeih mir, lieber Saint-Exupéry, dass wir den Blick nicht voneinander wenden. Ganz gleich, was auf uns wartet, spät und früh, wir halten Seit an Seit uns an den Händen. Jetzt werde ich weiterlesen, denn es kommen meine drei Originale. Das erste ist insofern interessant, weil im Deutschen das Gedicht, wofür es sich zu leben lohnt, eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Substantiven ist. Das ist natürlich für den Übersetzer sehr schwierig, denn die russische Sprachstruktur ist anders. Wofür es sich zu leben lohnt. Kindertraum, Weihnachtsbaum, Jugendzeit, Heiterkeit, Freudentanz, Sternenglanz, Sonnengold, Silbermond, Frühlingsluft, Blütenduft, Vogelsang, Liederklang, Zauberding, Schmetterling, Sommerschauer, Regenbogen, Bergeshöhen, Meereswogen, Wolkenzug, Höhenflug, Himmelsdach,
Sprudelbach, Wasserfall, Widerhall, Rebensaft, Lebenskraft, Nektar, Ambrosia, Musenkuss, Redefluss, Beifall, Ergriffenheit, Ehrentag, Festtagskleid, Freundschaft und Zweisamkeit, Liebesglück, Seligkeit, Lebenslust, Überschwang, Jubellied, Lobgesang. Русский перевод, я постаралась передать красоту слога, который присутствует в оригинальном стихе Франциски. Зачем, скажите, стоит жить? Так называется этот стих. Мечта детей – наряженная елка. Об юности гулянье, острота, танцы и взгляд к звезде далекой. Солнце золотое, сизая луна, свежесть весны и аромат цветенья. Лепит птиц и песенка звучит. Бабочек полет, вот благодать на свете, радуги развод и летние дожди, вершины гор, морской стихии волны, полет над небосводом в облаках, шелест ручья и водопада грохот, и сила жизни в виноградном соке, нектар, что и богов бы напитал, и вдохновение, услада слова, триумф, аплодисменты и наряд, дружба тесная, взаимопонимание и любви взаимность. Das nächste Gedicht heißt Vom Reichtum der Kindheit. Was es bedeutet, Kind zu sein, wird oftmals erst im Alter klar. Der Blick zurück vermag allein aus dem, was früher einmal war, den Schluss zu ziehen, wie und weswegen wir wurden, was wir heute sind. Wir wollen für uns überlegen, was hat es uns voraus? Das Kind, zwar klein und schwach und unerfahren, ein völlig unbeschriebenes Blatt, gewinnt es Einsicht mit den Jahren, was es mit allem auf sich hat. Kein Blick durch Vorurteil verstellt, bereit, Unmögliches zu wagen, ein reiner Tor, ein junger Held. Ein Kind wird stets die Wahrheit sagen. Ein Kind, das ist genau genommen ein Красивый стих о богатстве детства. Что значит быть словно дитя? Поймешь лишь много лет спустя. Былое устремишь свой взгляд к тому, что пережил тогда, и подведешь всему итог. Кто ты сейчас и от чего? И поразмыслишь про себя, в чем преимущество дитя? Хоть по неопытности малый и неисписанный листок, приходишь к выводу с годами, что в самом деле сделать мог. Предрассудки все отбросив, казалось, все мне по плечу. Героем юным даже очень думал я на чистоту. И в сущности, каждый ребенок – венец творенья на земле. Хочешь, чтоб золото такое однажды прибыло к тебе? Дети во многом здоровее, в разных аспектах, это да. Будем мы как дети. Путь в рай заказан. Das letzte Gedicht ist ein humoristisches Gedicht. Ich habe ja in meinem ersten Buch solche heiteren Reimgeschichten über Max Mustermann und Lieschen Müller verfasst. Und die hat Mary so aus dem Handgelenk übersetzt, weil Nadja sie aufmerksam gemacht hatte. Und so haben wir uns dann eigentlich auch kennengelernt. Diese Serie der Max-Mustermann-Gedichte habe ich weiter fortgesetzt. Und das ist jetzt ein Beispiel, das heißt ärgerlich. Die Lise fährt mit dem Gemahl auf Kurzurlaub ins Zillertal und nimmt ihr neues Smartphone mit. Ihr Freundeskreis auf Schritt und Tritt kann ihren Urlaub miterleben. Per Smartphone, via Internet, kann sie die Freude weitergeben, die sie erfährt und die entsteht beim Urlaub machen in den Bergen. Wieso auch soll sie die verbergen? Sie postet eins zu eins und prompt
was ihr so vor die Linse kommt und freut sich über alle Likes. Doch wegen des abrupten Streiks des Telefons, das plötzlich will, der PIN-Code ist neu einzutippen, wird es auf Lieses Timeline still. Den PIN-Code hat sie nicht bei sich. Der ist daheim, fein säuberlich notiert, in einem kleinen Buch. Vergeblich. Стих переводится досадно. Собрались Лиза и супруг в Целлертале отдохнуть. Ненадолго и с собой смартфон берет с крутой игрой, чтоб по интернету слить, как приятно им там жить. По смартфону в интернет сольет радость на весь свет, что она пережила в своем отпуске в горах. Ей же нечего скрывать. Вот один в один постит, что находит объектив. Лайки радость ей приносят, но внезапно на пол брошен, телефон ей говорит, вы ввели неверный пин. Штиль на новостной строке не держит пин-код в голове. Он был дома, аккуратно, ей блокнотик пропечатан. Напрасно же она пыталась и в своей памяти копалась. Нет постов, хоть ты кричи, фото нет, смартфон молчит. И отныне она стала без контактов в Целлертале. И каникул как не стало. Darf ich eine Frage? Wie lange dauert zum Beispiel bei dir Übersetzung des Gedichtes von Jetzt Maria? Jetzt wären wir mit unserem und das weißt, Beispiel wie lange eigentlich das bei Maria? Weil könnten, so wenn Interesse reicher besteht, Wortschatz, eine so fantasievolle Sätze. Bestimmt, das ist nicht eine... Das ist völlig verschieden. Wenn ein Gedicht wirklich direkt zu Herzen geht, habe ich die Erfahrung gemacht, man übersetzt es leichter. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man in die Muttersprache übersetzt, der eigentlich nur eine Chance hat, das zu bewältigen. Umgekehrt ging es nicht. Bin gespannt, was dann Mary sagt. Ich habe den Eindruck, sie macht das eher so aus dem Handgelenk und aus dem dichterischen Schwung. Ich tendiere dazu, dass ich beginne, die Silben zu zählen und genau immer zu schauen, wo ist der Vers, und der muss dann in der Übersetzung unbedingt auch dort sein. Und da muss man oft schon einige Mal im Kreise laufen, bevor man die Sprache so hinbiegt, dass sich das ausgeht. Ja? Und es sind ja oft ganz banale Dinge. Wir haben im Anhang ja auch eine kleine Erklärungsliste drinnen. Wir haben zum Beispiel, hat die Mary geschrieben, ein wunderbares Gedicht, Oder Leni, eine Ode an die Faulheit. Und da kommt drinnen der Jemeljar vor, aus dem russischen Märchen Poschutschimu Vilenju. Das muss man natürlich für den deutschsprachigen Leser erklären, weil er die... Es ist ja nicht vorauszusetzen, dass diese Märchengestalt jeder kennt. Ja? Oder ein anderes banales Gedicht über die Joker. Ja, ich bin mit Franziska ganz einverstanden. Ich kann nicht die Frist stellen. Das ist so verschiedene Fristen. Aber zum Beispiel muss ich sagen, dass ich habe so leicht und sogleich das Gedicht der Reichtum der Kindheit übersetzen. Und das war nicht mehr als eine Stunde. So leicht. Ich habe dieses Gedicht mit ganzem Herzen verstanden. Und das war sehr leicht für mich. Und ich werde sehr froh, wenn Ihnen... Gut, vielen Dank für eure Antworten. Liebe Kolleginnen, alle sprechen von uns Russisch und Deutsch, und wenn ihr fragt,
Fragen habt in Russisch oder in Deutsch oder warum ist es so, wo das oder jenes übersetzt wurde, bitte fragt. Wir haben noch ein paar Minuten und eure Fragen können unsere Autorinnen dann beantworten. Aber für mich ist es erstaunlich, ein Wunder, ein Mirakel für mich, wie sie das ohne sich nicht kennengelernt zu haben, haben das alles geschafft. Das heißt, diese Texte, die entstehen von der Seele, werden rübergeschickt und dann übersetzt und dann, also könnt ihr bitte das vorstellen? Beide Damen haben sich noch nicht kennengelernt live. Sie werden erst kennenlernen in Wien, wenn sie sich treffen. Ja? Und das finde ich total fantastisch. Fantastisch. Gut, Olga schreibt etwas. Vielleicht, Franziska, erzählst du, wann euer Werk die Welt erblickt. Bitte, Franziska. Ja, vielleicht erzähle ich noch was zur Struktur des Buches, auch Bezug nehmend auf das, was Nadja gesagt hat. Wir haben diese Übersetzungen wirklich im Facebook-Chat erarbeitet. Und das ist oft 5, 6 Mal hin und her gegangen. Ja? Also die Sprachkompetenz von Mary in Deutsch ist so gut, dass sie auch Wünsche geäußert hat bezüglich meiner Übersetzung. Und gemeint hat, naja, das ist aber nicht ganz so gut, könnte man das vielleicht noch besser machen. Und bei mir war es genauso, wenn Mary irgendwo gewagt hat, einen Vers oder einen Reim zu vergessen, habe ich den eingefordert, habe gesagt, das müssen wir so hinkriegen. In einem Sonett ist das Versschema so und so, und das sollte sich an der und der Stelle reimen und das sollte so und so viele Silben haben. Und das ist wirklich. Jede Version, ich glaube, wir haben jede Übersetzungsversion, nicht jede. Bei manchen ist es wirklich auf Anhieb gegangen. Aber bei manchen haben wir uns schon geplagt, da ist das Ganze 5, 6, 7 Mal hin und her gegangen. Ja, und zu kurz kommt jetzt die nicht vorhandene Illustratorin. Wir haben das Buch in einige Kapitel gegliedert. Das erste ist eben Gordas Agordam Jenseit Njom. Das zweite ist Liebe und Freundschaft, Lubov i Druzhba. Das dritte Kapitel heißt Glückssuche, Poiskach Shastya. Und dann kommen einige unangenehmere Dinge, das haben wir genannt, Heikles und Unerwünschtes, Schikatliwoje i Und dann im letzten Kapitel hat es dann noch schwer Einordnbares gegeben, das haben wir Do i Äther, dies und das genannt. Und Elisabeth Denner hat wirklich kongeniale Kapitelblätter gemacht. Ich versuche das jetzt in die Kamera zu halten. Also das erste, vielleicht sieht man es, das sind. So muss ich es bewegen. Das sind Matrioschke. Und zwar kommt aus der Wintermatrioschka die Frühlingsmatrioschka heraus. Da hat sie sich lang den Kopf zerbrochen, wie soll man den Jahresreigen, den Jahreskreis bildlich darstellen. Ja? Oder sie nimmt bei den Illustrationen ganz genau Bezug auf die Gedichte. Also wir haben ihr alle Gedichte geschickt, der Illustratorin, die hat die wirklich aufmerksam durchgelesen und hat dann das Titelblatt dazu geschrieben. Hier haben wir ein Liebespaar. Es wird in dem Buch sehr viel geflogen. Das Fliegen als ein Sehnsuchtsbild, das
eigentlich mich seit meiner Kindheit begleitet und offensichtlich auch Mary. Ja, und da haben wir ja dann eine Frau, die ihnen im Tränenstrom schwimmt, also wirklich